Nach der Havarie eines Frachters kämpft Sri Lanka weiter gegen eine drohende Ölpest. Rettungskräfte versuchen, das Schiff mit 350 Tonnen Treibstoff an Bord zu stabilisieren. Der Frachter war vor etwa zwei Wochen wenige Seemeilen vor der Westküste Sri Lankas, kurz vor der Hauptstadt Colombo, in Brand geraten. Die Express Pearl hatte unter anderem Plastikgranulat für die Verpackungsindustrie geladen. Sri Lankas Behörden machen sich vor Ort ein Bild der Havarie. Ihre Vermutung, die Ladung habe das Feuer ausgelöst. Das ausgebrannte Containerschiff liegt auf Grund. Wir haben herausgefunden, dass eine Reihe von sehr gefährlichen Chemikalien transportiert wurden. Ich glaube, es sind mehr als 80 Container mit gefährlichen Substanzen, darunter Methanol, Kupferschlacke, verbleite Schnüre, Salpetersäure, eine Menge Plastik und auch Epoxidharze. Von einem der Container wisse man bisher noch nicht, was er beinhalte. Der Unglücksort, die Lagune von Negombo, ist für ihren Fisch- und Artenreichtum bekannt. Millionen von Plastikteilchen wurden an den Stränden angeschwemmt. Die Fischer von Negombo sollen im Umkreis von 80 Kilometern nicht mehr fischen. Wir sind hier sehr stark betroffen. Dort, wo das Schiff liegt, ist ein Fischbrutgebiet. Wir fürchten, es wird in diesem Jahr keine Nachzucht geben. Das wird uns in große Schwierigkeiten bringen. Sri Lankas Regierung will rechtliche Schritte gegen den Schiffseigentümer einleiten. Das Containerschiff fuhr unter der Flagge von Singapur und kam mit seiner Ladung aus Indien.